Schon gestartet. Okay. Ich Jo. habe mich schon gefragt, warum bei Instagram, das ist das erste Mal, dass ich bei Instagram streame und oder wir. Ja, ich komme mal so ein Und bisschen mit halb komm ins mal mit Bild. rein. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum alle immer so lang warten, bis sie starten. Aber anscheinend sieht man gar nicht so genau, wann man tatsächlich loslegen kann. Naja, aber jetzt ist es, glaube ich, überall, hat es Genau, überall also. gestartet. Für alle Mateys, die jetzt gerade dazugekommen sind, wir sind da mittlerweile 47, die jetzt Sonntagabend eingeschaltet haben. Eigentlich nicht unsere Streaming-Zeit, eigentlich ist es Mittwochs 20:15 Uhr hier auf unserem Kanal. Und wir streamen heute auf zwei Plattformen, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Genau. Und eigentlich ist es Marit Stream, das habe ich gerade schon mal gesagt. Sie hat was Tolles vorbereitet und ich übergebe das Wort und bin jetzt einfach nur noch hier. Dankeschön. Alles cool. Ja, ich freue mich mega. Ich habe mich schon die ganze Woche total auf diesen Stream gefreut. Ich bin auch tatsächlich voll aufgeregt, obwohl wir eigentlich auf Makema, auf unserer gemeinsamen Plattform, häufiger mal streamen, auf YouTube. Auf Instagram ist es, wie gesagt, jetzt so das erste Mal oder dass wir auf zwei Plattformen gleichzeitig streamen. Es ist auch sehr aufregend. Ich hoffe, dass alles klappt. Genau, also wie gesagt, auf Makema sind wir immer so im Handarbeitsbereich unterwegs. Wir nähen und sticken ganz viel, immer alle 2 Wochen live. Deswegen, die Leute, die jetzt von YouTube zuschauen, die kennen uns wahrscheinlich schon, aber ich denke, es macht Sinn, wenn wir uns für alle, die jetzt von Instagram gerade mal so reingezappt haben, dass wir dann noch uns auch einmal vorstellen. Also ich bin Marit, mein Debütroman erscheint jetzt am 27.08. bei Impress. Und genau, und wir sind ja auch alle hier wegen dem Impress-Geburtstag, was Ja. mega das spannende Thema von diesem Stream ist. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch an alle von Impress. 7 Jahre, mega coole Geschichten, total aufregend und ich bin auch immer noch mega glücklich und aufgeregt, dass jetzt auch bald mein erstes Buch bei euch rauskommt. Und ich, ja, freue mich tierisch darüber. Die Makeys wissen schon Bescheid, dass am 27.08. Marits Buch erscheint. Passend zum Thema hat Marit heute tolle DIYs vorbereitet, mit denen wir auch gleich starten werden. Und auch von unserer Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch. 7 Jahre Impress. Ich habe eine kleine Rakete vorbereitet und die zünde ich jetzt einmal, weil ich so kleine Kinder liebe. Das ist ganz schön staubig hier. Alles Gute zum Geburtstag, Impress, 7 Jahre. Toll. Und ja, freuen uns, dass ihr bei diesem tollen heißen Wetter eingeschaltet habt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie warm es gerade bei euch so ist. Bei uns sind es 35 Grad hier im Norden in Hamburg. Wir haben uns eine kleine Klimaanlage ausgeliehen, die wir jetzt aber für den Stream ausmachen mussten, Damit es nicht brummt. damit es nicht so brummt. Aber wenn es zwischendurch irgendwann zu heiß wird, kann es sein, dass wir die einfach nochmal anschalten müssen. Also. Genau. Ja. So viele Namen. So viele Wir haben eine Infos. Sache, die wir immer machen, das ist begrüßen, denn ihr seid ja interaktiv dabei, ihr könnt schreiben. Impress habe ich gerade schon gesehen, live hier über Instagram. Wir haben drei Kameras installiert. Die erste Kamera ist von vorne, die ihr seht, eine Detailkamera, die ihr hier so seht. Und dann haben wir noch eine Kamera von oben, damit man das Geschehen von oben sieht. Wie schon gesagt, wenn ihr bei YouTube zuschauen wollt, dann seht ihr mehr. Ich blende nochmal den Link unten ein, falls ihr das machen wollt. Genau, wir streamen häufiger, wie gesagt, auf YouTube und die beste Quali und alles findet ihr auch da. Aber wenn ihr jetzt gerade nur reinschaut über Instagram, dann seid ihr natürlich auch hier Herzlich willkommen. willkommen. Da sind wir Genau. wieder. Ja. Genau. Also, wir begrüßen Nicole, Isabel, Else, Angry Black kenne ich noch nicht, Roland ist dabei, Ute, Simon, Hans Bernd, Susanne. Blackjack, das ist unser Moderator auf YouTube. Schön, dass du auch dabei bist. Mittlerweile sind wir 76 Zuschauer hier am Sonntagabend. 77, Gabriele mit 37 Grad aus dem Süden. Nicole ist da. Noch eine Nicole. Agi ist dabei. Gertraude, Marc. Grüße auch an dich, an unseren Mod. Jetzt ist alles ein bisschen runtergerutscht. Ich sehe es mir nach, wenn ich heute nicht alle Ich glaube, vorlese. wir kommen halt wirklich auch, weil hier auch bei Instagram gucken ja auch voll viele zu und ich freue mich voll. Ich habe auch schon ein paar vom Verlag und andere Autorinnen entdeckt. Sehr Ja, schön, ich finde ja. sowieso, dass die ganzen Streams jetzt gerade so cool, weil man mal live so viele Personen sieht. Also man hat das Ja. Gefühl, man lernt sich dann auch mal richtig kennen. Genau, Das auch wenn es stimmt. halt virtuell ist, aber es ist total spannend. Ich hänge das ganze Wochenende an meinem Handy. Gibt es hier Autoren, die du noch mal
die du nochmal grüßen möchtest, weil ihr euch kennt. Das ist eine ganz schöne Autoren-Community. Die treffen sich mittwochs auch auf Facebook. Und das freut sich auch jedes Mal auf den Mittwoch. Das ist immer vor unserem Livestream dann auch noch. Genau. Ja, genau. Ich habe hier gerade Anja Tatisbu gesehen und ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Und Victoria Christians, hi. Und Kerstin, meine Lektorin. Das war jetzt auch ein bisschen gut gemein, ne? Ja. Dass ich dich da so rein und jetzt kann man nicht alle vorlesen. Ja, ich muss hier mal so durchscrollen. Aber egal, ich glaube, zum Quatschen kommen wir ja auch später noch. Das stimmt, ja. Sollen wir mal einfach direkt mit dem ersten DIY starten? Also du meintest ja eben schon, passend zum Thema Geburtstag, habe ich Geschenke vorbereitet, die man vor allem Bookfans schenken kann, die man selber machen kann, was dann ja auch immer noch eine besonders schöne persönliche Note irgendwie ist, wenn man etwas Selbstgemachtes mitbringt. Und genau, ich habe mir jetzt 4 Sachen überlegt. Ich hoffe, dass es zeitlich hinkommt, aber ich denk schon, das sind eigentlich alles relativ schnelle Sachen. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, ist eine E-Reader-Hülle oder eine iPad-Hülle. Ich persönlich lese auch viel immer E-Books auf dem iPad und genau, deswegen nehme ich jetzt hier mal für mein iPad, ich habe das hier schon mal hingelegt und man kann die natürlich einfach aus normalem Stoff machen, wenn man zum Beispiel viel näht, wie viele Makeys das eben machen. Dann kann man sich einfach einen aus Stoff nähen. Ich habe hier zum Beispiel auch diese sehr sommerliche einmal schon mal genäht. Und genau, heute möchte ich aber eine machen, wo man gar nicht viel nähen muss, weil ich weiß nicht, wie es so bei den die Zuschauer, die jetzt über Impress kommen, wie es bei euch ist. Vielleicht näht der eine oder andere von euch auch. Könnt ihr auch mal schreiben, ob ihr viel so im Handarbeitsbereich unterwegs seid oder ob das eher nicht so euers ist. Genau, für die Hülle, die wir jetzt zusammengestalten, muss man tatsächlich nur eine Naht machen. Man kann aber auch kleben, wenn man jetzt sagt so, oh Gott, Nähmaschine, Hilfe, nein, danke. Nähmaschine, nein, danke. Und dafür braucht man einmal so einen etwas festeren Stoff, sowas wie, das ist irgendwie so ein Draußenstoff. Für eine Markise oder so, ne? Genau, oder für eine Tischdecke für draußen. Den habe ich, weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, einmal bestickt mit dem Titel von meinem Buch, Handle Chances, was jetzt, wie gesagt, für Impress rauskommt. Und auf die Vorderseite möchte ich so einen durchsichtigen Vinyl. Stoff ist es eigentlich nicht, ist eigentlich eher so eine Plastikfolie. Den habe ich jetzt 2-mal in der gleichen Größe zugeschnitten. Da könnt ihr euch einfach an dem Gerät orientieren, wofür ihr das macht. Also jetzt zum Beispiel für ein iPad, dass man halt so ein bisschen, es macht jetzt voll Sinn, dass ich das durchsichtige... Aber das sieht man, glaube ich, das kann man sich vorstellen. Okay. Ne? Auch das lässt sich nähen, auch damit lässt sich arbeiten. Ja. Aber ich will ja natürlich nicht, dass es jetzt mega langweilig ist. Da kommt natürlich noch eine Raffinesse zu. Und zwar möchte ich so eine richtig coole glitzernde Sparkle-Hülle machen. Ihr kennt das vielleicht. Es gibt es manchmal auch bei Taschen oder Federtaschen, dass man halt so Glitzer zwischen so Plastik hat und dann damit immer hochspielen kann. Das möchte ich hier eben auch machen. Und das ist jetzt schon ganz schön zusammengebappt. Aufgrund der Wärme, ne? Genau, also zugeschnitten, einfach mit einer Schere, einem Rollschneider, was auch immer ihr da zu Hause habt. Und dann 2 gleich große Stücke. Und wir zeigen auch später nochmal eine Alternative. Wie man das sogar noch anders machen kann. Allerdings hat das was mit Seife zu tun, dass es so ein bisschen glibberig wird. Genau, also es gibt ja auch immer so diesen Effekt, dass man so einen Glibber drin hat. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber da dachte ich jetzt, es ist vielleicht für eine E-Reader-Hülle nicht so geschickt, falls da irgendwann mal irgendwas ausläuft oder so. Das will man lieber nicht. Naja, okay, bevor ich jetzt hier weiter rumquatsch, starten wir einfach mal. Und zwar möchte ich hier halt dann verschiedene so Glitzer-Sachen. Ich habe mir hier ein bisschen was zusammengesucht, so Pailletten, weil es hier um Bücher geht. Buchstabenperlen und Glitzer, alles Mögliche mal zusammengesammelt. Und jetzt muss ich aber erstmal hier diese Hülle verdichten, damit das Glitzer da nicht gleich wieder rausrieselt. Und dafür kann man ganz einfach ein Glätteisen nehmen. Tada! Ich zauber hier mal was aus dem Bild. Werden wir das heute starten? Auch anmachen? Ja.
Okay. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Kannst du das einmal einsprechen? Es ist ja noch nicht warm genug. Ja, irgendwer hat auch gerade geschrieben, dass man mir ansieht, dass es hier heiß ist. Also da bringt auch keine Klimaanlage was. Ich glühe richtig. Wie ist das bei euch? Seid ihr eher dass ihr euch gern immer bei Hitze nach draußen legt? Oder seid ihr auch so Nordlichter wie ich, die das gar nicht abkönnen? Ich habe gerade den Stream und den Chat so ein bisschen gelesen. Ja. Ne? Und überwiegend war es, dass viele geschrieben haben, dass es extrem heiß ist und dass man sich gerade nicht vorstellen kann zu nähen, weil viele das Nähzimmer dann auf dem Dachboden haben und sich da jetzt bei wahrscheinlich 35 Grad nicht zurückziehen wollen, sondern dann eher den kühlen Keller zum Nähen suchen. Und wir lassen jetzt hier noch einmal das Glätteisen. Wir machen noch mal hier schön noch heißer. Genau. Und gleich einen Aufguss. Oh Gott. Genau, aber was ihr jetzt auch noch braucht, ist ein Stück Backpapier, weil sonst klebt das am Glätteisen schmilzt an. Das. Oder schmilzt das. Wenn ihr kein Glätteisen habt, dann könnt ihr auch einfach ein Bügeleisen nehmen. Aber ich finde es hiermit eigentlich am einfachsten, weil das eben schon eine gerade Fläche ist. Ich habe mir jetzt hier auf meinem Backpapier, ich habe das einmal gefaltet und habe auf dem Backpapier hier eine Markierung gemacht bei 1 cm, sodass überall also das schön gerade wird, wenn ich die beiden Seiten aneinander schmelze. Ihr könnt auch gern schreiben, wenn ich irgendwie zu schnell bin oder hier durchgaloppiere. Wir müssen ja was schaffen. Wir müssen das schaffen, genau. Aber ich denke, das ist alles nachvollziehbar. Mhm. Es wird jetzt eine tolle, glitzerige iPad-Hülle und es passt super zu Marit. Du hast auch sogar das Impress-Geburtstagsbändchen an. Das wurde mir geschickt und ich habe mich schon sofort gefreut, das umzumachen. Sehr schön. So. Ich stecke jetzt einfach hier meine beiden zusammengelegten Plastikstücke einmal hier rein, dass sie ganz gerade an der Kante dran sind. Und jetzt nehme ich mein Glätteisen und schmilzt die Kante. Willst du es ein bisschen nach vorne halten? Dann kann man hier auch sehen, was du so tust und machst. Vielleicht noch ein bisschen mittig, genau. Nee, wo ist die Mitte? Andere Seite, genau. Achso, ja, schon bei Instagram sieht man. Bei Instagram sieht man tatsächlich nur ein Drittel des Bildes. Das heißt, wie gesagt, wer möchte, kann natürlich auch gerne einmal zu Facebook, zu YouTube wechseln und den Stream dann in voller Breite sehen und das Handy drehen und dann sieht man einfach insgesamt noch ein bisschen mehr. Hm. Wisst ihr, was ich auch vorbereitet habe? Konfetti, guck mal. Übertreib. Also. Aber man kann bei einer Geburtstagsfeier auch gar nicht genug Konfetti werfen. Man braucht Konfetti, genau. Ach schön, so ein bisschen Wärme hier, ist doch herrlich. Ja. Wir sind eigentlich gerade für alle, die nicht Makies sind und regelmäßig zuschauen und nicht regelmäßig zugeschaut haben, eigentlich sind wir nämlich in der Sommerpause gerade. Und wir hatten es angekündigt, dass wir einen kleinen Überraschungsstream machen werden. Und Marit hat die letzten Wochen sich schon einiges überlegt, einige Geschäfte durchforstet, um eben diese verschiedenen Materialien zu finden. Und sind alles wirklich brauchbare Dinge, die man auch toll mit Kindern selber machen kann und verschenken kann oder auch selber nutzen kann. Es hat alles so ein bisschen in der Themenwelt mit Marits Buch zu tun, was am 27.08. wie gesagt im Impress Verlag erscheint. Und dazu haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet. Den würde ich jetzt gerne einmal einspielen, während du das noch machst. Der dauert nur ein paar Sekunden. Na klar. Für alle Zuschauer auf Instagram. Ich komprimiere das Bild gerade ein bisschen und du drückst gleich einmal auf den Trailer drauf. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe. So lange kann ich ja einmal noch zeigen. Man sieht jetzt hier ganz gut, wie das zusammengeschmolzen ist. Also ich habe jetzt hier richtig so eine gerade Kante. Genau. Und das zeige ich euch aber gleich nochmal. Jetzt kommt erstmal der Trailer.
So, da sind wir wieder. Ja, das ist mein Fehler. Den hast du gemacht. Genau. Darf ich, ja. Also ich liebe es halt, solche Kleinigkeiten zu machen. Ihr kennt mich. Und genau, Mara den kreativen Part und ich dann den visuellen kreativen Part. Den Tüftler-Part. Und liebe es einfach, solche Sachen auszuprobieren. Und viele haben den Trailer auch schon auf Marits YouTube-Kanal, marit.warnke, Instagram-Kanal gesehen. Und auch auf dem YouTube-Kanal, ne? Marit Warnke einfach suchen. Und haben richtig viel Feedback auch bekommen und richtig viele haben uns geschrieben, dass sie das Buch halt auch schon vorbestellt haben. Und da freuen wir uns natürlich wahnsinnig. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja. Das ist alles ja gar nicht normal und eine sehr spannende Phase. Also völlig. Ich freue mich riesig und wir sagen auch immer so ein bisschen, dass das Marc so ein bisschen mein Agent ist oder so die Managerrolle übernimmt, weil ich die ganze Zeit viel zu aufgeregt bin, um irgendwem davon zu erzählen und Marc nötigt mich dann aber immer guterweise dazu, immer Flyer mitzunehmen oder meine Freunde zu geben. Und ich muss ja sagen, dass Marit die typische nordische Zurückhaltung hat, die man den Hamburgern und Nordlichtern ja so ein bisschen nachsagt. Es sind eher Macher und nicht so Schnacker. Und ja, da presche ich immer ein bisschen vor als Rheinländer und sage, hast du schon Flyer dabei? Willst du noch einen Flyer haben? Hast du noch Freunde? Man muss das ja irgendwie machen. Und ich kann das natürlich auch an Marits Stelle nachvollziehen, dass man da jetzt nicht nach vorne prescht. Und das macht sie auch so sympathisch, sie dann ja, gerne sich nicht so nach vorne zu stellen. Aber völlig zu Unrecht, wie ich finde. Und du hast jetzt, machen wir weiter mit DIY. Währenddessen, wir sind ja hier immer noch in der Bastelstunde, habe ich jetzt einmal sozusagen ein U gemacht und das hier einmal genau zusammengeschmolzen. Natürlich die obere Kante einmal auflassen, weil man will ja noch was reintun. Und das mache ich jetzt auch und ich würde sagen, das ist der spaßigste Teil auf jeden Fall. Das ist so eine Wundertüte. Zeig doch mal, was du zur Verfügung hast und ihr Makeys und auch Impress Geburtstagsmitfeierer schaut oder schreibt einmal in die Nachrichten. Also kannst du einmal das... Ja, einfach die Heizung ausstellen kurz. Ihr schreibt einmal in die Nachrichten, was ihr davon haben wollt. Also, ich zeige nochmal vielleicht das von oben. Ich zeige das einmal hoch. Bin hier dein kleiner Assistent heute. Das hier sind bunte Pailletten. Ihr wisst ja, das Buch ist ja vom Cover her, wenn man es ein bisschen in Anlehnung macht, ist es ja in so Blautönen gehalten. Petrol und Gold. Petrolfarben, genau. Und insofern haben wir uns überlegt, sowas auch, oder du dir, sowas in die Richtung zu machen. Ne? Das hier, glaube ich, hinterhalten, so auch für die Instagrammer. Ja. Genau. Und sagt doch mal, was ihr gern haben wollen würdet. Also als erstes Gold. Kann ich schon mal ein paar goldene Sterne reinmachen. Die Elsa 26 sagt eisblau. Uiuiui. Guck mal, genau. So, das wird jetzt hier richtig lustig. Oh, hier ist zusammengeklebt. Ist natürlich auch schön bei der Hitze. Ja. So. Ja. Wir haben eisblau. Tolle Nachrichten bekommen. Blau und Silber, schreibt Kerstin. Birgit Krause schreibt alles, bitte. Genau, und Sandra schreibt die goldenen und dunkelblauen Pailletten. Ich glaube, durch das Zeigen des Covers hier habe ich schon so ein bisschen vorgegriffen, was die Farbauswahl angeht. Und ich hatte auch versprochen, dass wir im Anschluss nochmal die Version mit Seife zeigen. Genau, aber jetzt in Kombination mit dem iPad. Lieber ohne Seife. Lieber ohne Seife, ohne Flüssigkeit, dass da eben an eurem E-Book-Reader nichts passiert, wenn ihr es selber machen wollt, aber es ist eine sehr schöne Hülle und jetzt ist hier viel Gold drin. I love it. Nochmal in en Detail. Sie. Genau. Und das bleibt jetzt so, das kann man dann auch, damit kann man dann ganz schön rumspielen. Mhm. Und ich mache natürlich noch ein paar Buchstaben rein. Selbstverständlich. Da kann man natürlich jetzt auch, Wörter sind schwierig, weil sich sehr immer wieder vermischt, aber kann man immer Anagramme lesen. Ja. Kennt ihr diese wie sagt schon, diese Buchstaben hier, diese Perlen, ich kann dir sonst nochmal von oben rein zeigen. Kennt ihr diese Perlen? Mich erinnern die an so Geburtsketten, dass man den Babys so einen Namen daraus geschrieben hat. Ja. Und weiß aber nicht, ob man das noch so macht. Das weiß ich nicht. Also das finde ich schon relativ aufwendig, wenn man da dann eben Baby. Vielleicht war das früher so. Aber vielleicht macht man das ja in einigen Kliniken. Ja. Genau, ich mache auch noch ein bisschen solches Glitzer. Das ist hier einfach so ein kleiner Topf. Das mache ich auch noch rein. Ja,
Zeig das mal. Also ich finde, ihr könnt richtig austoben. Genau. So bunt sieht ungefähr der Tisch immer aus. Wir sind jetzt, wenn ich hier bastel. Wir sind jetzt bei 93 Zuschauern auf YouTube. Anscheinend ist es auch eine schöne Zeit an einem Sonntagabend. Wer Sonntagsabend Blues hat und sich noch so ein bisschen ablenken möchte. Ja. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie auf jeden Fall immer hier rein. Ne? Genau, blau Marc und gold. Marc ist so ein bisschen heute der Moderator. Ja. Genau, aber ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann das nicht alles gleichzeitig machen. Genau, irgendwer hatte geschrieben, noch mehr blau. Mehr blau, dann kommt jetzt noch. Ich habe mein blau schon fast aufgebraucht. Aber ich gebe alles. Ich gebe alles, Leute. So. Genau. Man kann daraus, wie gesagt, jetzt auch nicht nur eine E-Reader-Hülle machen, sondern auch irgendwie, was weiß ich, eine Federtasche oder das zum Beispiel vorne auf ein Notizbuch draufkleben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich finde diese Technik irgendwie richtig cool und ich liebe solche Sachen, mit denen man so rumbasteln kann. Gertraude sagt gerade blau, silber und etwas rot. Mhm. Und dann war der Wunsch auch nach pink. Pink. Meint und ihr Stefan pink, Geis du? Fragt, sind die aus der Buchstabensuppe? Nee, die lieber nicht. Es hat natürlich was mit Lesen zu tun, deshalb die Buchstaben. Und ich finde, das passt dann zum E-Book wieder auch ganz gut. Ne? Ja. Genau. Susanne Schmidt fragt gerade, wie geht das ohne Glätteisen? Genau, da kannst du dann einfach wieder auf jeden Fall Backpapier nehmen, weil sonst... Klebt das. Am Bügeleisen, genau. Fest aber und dann, mit Bügeleisen hast du jetzt auch schon gesagt, was die Alternative wäre. Genau. Ein heißes Bügeleisen, genau, und dann zeichnest du dir auch eine Linie vor, dass das an dem Material wird. Das macht am meisten Sinn, ich hatte das eben schon gezeigt, dass du dir einfach eine Linie anzeichnest, dann wird das nämlich schön gerade. Man kann natürlich auch freestylen, aber das ist, glaube ich, so einfach. Handmade by Angie schreibt, oder Angie Black, die Farbkombi ist so toll. Das finde ich auch. Also ich finde, das passt halt hervorragend zum Cover. Und ich meine, die sind grün, oder? Genau, ihr könnt natürlich eure eigenen Lieblingsfarben dazu machen. So eine Pailletten kosten jetzt auch nicht die Welt. Gibt es in jedem Bastelgeschäft. Nennen da jetzt keine Namen, aber ich glaube, ihr könnt euch schon ungefähr vorstellen. Wo? Alternativ hast du, glaube ich, unter das Video Links geschrieben. Mhm. Ich habe unter das Video einmal verlinkt, was ich hier benutzt habe, zum Beispiel dieses Vinylzeug, das kriegt man natürlich nicht überall, das habe ich bei einem Stoffhändler gekauft. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Werbung, aber nur falls ihr das auch sucht, dann schaut da mal vorbei. Und Blockbuster 1 oder 1 Blockbuster schreibt gerade zum richtigen Moment, wir sind später dazu gekommen, sind das die Materialien, die unten verlinkt sind, korrekt? Das sind die Materialien, die unten drin sind. Genau, okay, wenn ihr dann soweit fertig seid hier mit eurer Hülle, dann muss ich da irgendwann echt fast ein bisschen bremsen, weil man immer noch weiter reinmachen kann. Und ich habe echt schon Saustall veranstaltet. Ja, wir haben sogar Pailletten schon auf dem Handy hier, auf dem Instagram-Handy. Das schubst mach ich noch runter. Ja. Wenn ihr dann fertig seid, dann einfach das wieder oben schließen mit dem Glätteisen. Ich glaube, das ist jetzt auch noch genug heiß. Ist das noch heiß? Mein Tipp an der Stelle ist, so ein bisschen Luft drin lassen, weil sonst kleben einfach die beiden Vinylblätter aneinander und das... Guck mal, ob das noch heiß genug ist. Willst du? Na klar. So, ich guck nochmal, was ich hier... Oh ja, das ist schön heiß. Genau, Sarah schreibt gerade, bin beim Essen auf dem Campingplatz. Das ist natürlich wahnsinnig toll. Wow. Laminierfolie... Könnte sein, dass es auch funktioniert. Ich glaube, die ist nur ein bisschen fester. Die ist ein bisschen... Die Laminierfolie ist dünner. Ja, dünner, aber trotzdem nicht so wie so ein Stoff. Also das ist ja so ein... Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Laminierfolie ist insgesamt aber fester, auch wenn sie dünner ist. Ja. Genau. Ne? Ja, ich hatte das ganz am Anfang, weil ich dachte immer so, ja, es ist natürlich cool, wenn man Materialien verwenden kann, die man eben im Haus hat. Da habe ich auch mal probiert, das zu machen mit einfach so einer... Hülle für, die man so in Ordnern drin hat, wo man so Dokumente reintun kann, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Das kann man leider nicht dann aneinander schmelzen. Ja, also schon mal ein guter Hinweis, dass du das schon ausprobiert hast und auch schon sagen kannst. Brigitte sagt, wird das durch die Buchstaben nicht zu dick? Die sind relativ dünn, die Buchstaben, also die sind vielleicht 4 maximal Millimeter hoch und durch die Masse an Material, was sich unten drin befindet, hat das noch gereicht von der Hitze?
Zumindest, dass es zu ist. Das reicht, oder? Ich glaube, hier muss ich nochmal ran. Ja. Aber nee, also ich glaube, für alles wird es jetzt nicht funktionieren, aber so die, die Hülle kann ja ruhig auch ein bisschen aufgeplustert sein. Das ist kein Problem. Genau, mach deswegen. Mal ein bisschen heiß, ne? Kein Problem. Ja, steck nochmal rein. Wir haben uns natürlich das, das heißeste DIY direkt für den Anfang ausgesucht. Ja. Aber wer jetzt hier auch Sorgen oder Sorge hat, dass das alles viel zu aufwendig ist, die werden immer weniger aufwendig, die DIYs. Also ich mache gleich auch noch Sachen, für die man wirklich alles zu Hause hat, wo man auch in letzter Sekunde für einen Bookfan noch etwas basteln kann. Oder für sich selbst natürlich. Ja, jetzt ist es wieder besser. Super, ich habe auch nochmal eingesteckt. Gott, das ist so heiß, Leute. Ich sterbe. Oh je. Ja. Super, aber schön, dass ihr dabei seid an diesem super heißen Abend. Es ist eigentlich auch so eine Bastelsache super was für den Winter. Mhm. Aber ihr könnt das ja alles, die ganzen DIYs von Marit, mal im Kopf behalten. Und Weihnachten steht ja dann auch irgendwann an. Natürlich. Und dann könnt ihr euch nochmal an den Stream erinnern. Für alle, die auf YouTube zuschauen, die sehen gerade, ich bin immer so ein bisschen schräg im Bild. Das liegt einfach daran, dass wir auch parallel auf Instagram streamen und wir versuchen, in diesem schmalen Bild gemeinsam in der Mitte zu sein. Falls ihr euch wundert, warum ich hier Marit so auf die Pelle rücke. Genau. Ja, stimmt, wir sind nicht so bei YouTube so zusammengequetscht. Ja. Und Stoffel 79R, R steht vielleicht für Racing, weil ihr seid gerade auf dem Weg zum Motocross-Urlaub. Und, auf dem Weg dahin ist unser Stream eine tolle Ablenkung zur langen Fahrt. Das freut uns natürlich riesig, dass das auch unterwegs funktioniert hier mit dem Stream. Und wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger aus anderen Streams. Es ist echt schön, dass ihr auch trotzdem zuschaut. Genau. Ja. So. Melanie schreibt auch gerade, meine Laminierfolie ist nicht transparent vor dem Laminieren und ich glaube, die ist so milchig und die wird erst durch das Laminieren transparent. Ah ja, solche kenne ich auch. Ne? Genau. Das okay, kann weg. Also das kann mir aufgesteckt. Und jetzt brauchst wunderbar. Du? Jetzt muss ich erstmal abkühlen. Jetzt brauche ich erstmal ein Planschbecken für unterm Tisch. Ja. Sehr das schön. Ist wie, ich glaube, den Makeys habe ich das, oder den, die uns bei YouTube verfolgen, habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ich hatte Modedesign studiert. Und das war da auch immer der größte Horror, wenn man im Sommer vor den Abgaben im Atelier noch irgendwas fertig nähen musste. Und da haben wir immer so riesige Bügelanlagen mit Dampf. Und man ist echt da immer halb gestorben, weil dann da irgendwie bei 30 Grad noch überall so dieser Bügeleisendampf rumflog. So. Oh je. Ja. Heute machen wir das einfach nochmal. Heute machen wir das freiwillig. Sehr schön. So, genau, das ist jetzt fertig. Ich finde, das ist halt mega cool. Und ich habe ein bisschen Angst, dass doch noch was rausfällt. Aber sieht gut aus. Nee, sieht gut aus. Genau, da kann man auf jeden Fall schön mit rumspielen. Was passiert jetzt? Jetzt nehme ich hier mein zweites Stück Stoff. Dieser Draußenstoff, wie so eine Tischdecke für draußen oder Markisenstoff. Genau, und lege mir das hier einmal drauf, so dass genau, das hier sozusagen die Vorderseite ist und den anderen Stoff nehme ich als Rückseite. Und das muss ich jetzt nur noch einmal aneinander nähen. Wie gesagt, wenn ihr sagt, oh Gott, nähen, auf gar keinen Fall, dann könnt ihr das auch vielleicht kleben oder mit der Hand einmal nähen. Ich mache das jetzt hier einmal ganz schnell mit der Nähmaschine, weil das einfach am einfachsten geht. Genau. Das heißt, ich nähe einmal hier außen lang. Ich muss gucken, wo die Makeys sind, damit ihr es auch alle sehen könnt. Für die Makeys natürlich überhaupt gar kein Problem. Ja. Einfach eine gerade Naht zu machen und wer gesagt hat, ihr habt noch nie genäht, traut euch ruhig. Zieh die einmal es ist noch nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, als wie du denkst. Schau mal, ich mache jetzt einmal das Bild von oben vielleicht. Ich bin dann hier verschwunden. Du bist dann hier verschwunden und dann einmal schön mittig. Genau. Und zeig dich vielleicht auch nochmal parallel von vorne, was jetzt hier gerade passiert. Jo. Achso, ich habe hier in meinem Becher noch ein paar Klammern. Damit klammer ich mir das noch einmal fest. Das mache ich eigentlich selten bei oder weniger beim Nähen, als man vielleicht sollte, weil ich denke immer so, es passt schon, ich mache das einfach mal kurz so. Aber jetzt will ich natürlich, dass es ganz besonders schön ist. So,
deswegen gebe ich mir jetzt große Mühe. Genau. Brigitte sagt, finde es nicht zu aufwendig und mir gefallen besonders DIY, in denen Ungewöhnliches auf ungewöhnliche Weise kombiniert und verwendet wird. Und ich glaube, das trifft genau, also diese Beschreibung trifft genau auf dich zu, weil du echt immer Ungewöhnliches mit Ungewöhnlichem kombinierst und dann tolle andere Sachen entstehen. Ja, aber... Das ist ein großes Kompliment. Ein großes Kompliment. Ich bin gerade ganz froh, dass ich hier dich als Moderator sozusagen dabei habe, dass Marc so ein bisschen mit eure Fragen durchliest. Weil ja. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, am Wochenende richtig viele Streams von anderen Autorinnen und Lektorinnen verfolgt. Und ich habe mich immer gefragt, wie die alles dann gleichzeitig machen. Irgendwie Drinks mixen, kochen, backen und dabei dann noch lesen. Oh Gott, ich will restlos überfordern. Ja. Aber ich mache das ja auch echt gerne. Way Land liest, ich muss mal ganz kurz gucken, habe ich auch gedacht, bis meine Nähmaschine qualmte. Und damit meinst du jetzt wahrscheinlich, dass man sich ruhig trauen kann, sich an die Maschine zu setzen, bis die Maschine qualmte. Und ja, das soll jetzt nicht abschreckend für andere hier wirken. Ich gucke nochmal gerade, ob wir vielleicht auch auf dieser, da sehen wir gerade nicht so viel, aber zumindest auf der Einstellung ein bisschen von oben oder von vorne. Das sind jetzt auch nur eben drei Nähte. Passt auf, dass ihr nicht durch die Buchstaben dann näht. Aber wenn ihr durch die Buchstaben näht, dann seid ihr auch schon zu sehr im Modus. Im Modus, in der Folie, wollte ich sagen. Ja, ja, ich glaube, ja. Das macht die Nadel auch nicht. Genau. So, Andy Black fragt, was ist das für eine Nähmaschine? Uta hat es auch schon beantwortet, eine Jade 35, eine tolle Einsteigermaschine, mit der wir sehr, sehr gerne arbeiten. Und auch Andreas hat die Maschine richtig erkannt, eine Jade 35. Ja, Blockbuster fragt, ob du verriegelst. Verriegelst? Natürlich. Ich verriegel immer. Ja, Nicole sagt gerade, wir sind unscharf, was daran liegt, dass gerade uns die Maschine die Show stiehlt. Aber sobald wir die gleich wieder zur Seite gestellt haben, dann sind wir auch wieder scharf im Bild. Ja, wie gesagt, es sind nur drei Nähte, beziehungsweise einmal durch. Noch schon fast fertig. Genau, also. Gibt es bei Instagram noch? Ich guck mal. Genau. Ich bin so neugierig immer. Ja. Genau. Britt W. schreibt auch, gewöhnlich kann ja auch jeder. Und Stefan Geis schreibt, 0815 Sachen gibt es zur Genüge. Und dass sie sehr ungewöhnlich und schön sind. Aber das ist doch ein ganz schönes Kompliment hier. Oh ja, das freut mich. So, jetzt kann ich hier mein halbes Chaos schon mal wieder wegräumen. Genau, denn, du bist im Prinzip fertig. Du hast noch nicht abgeschnitten. Abgeschnitten. Und wir können die Maschine zur Seite stellen, ne? Ja. Die brauchen wir nicht mehr. Dann ziehe ich schon mal das Kabel, dieses Kabel, und nehme sie einmal runter. Und tschüss. Wunderbar. Und tschüss. Und dann sind wir auch wieder scharf. Ja. Puh. So. Also, es ist fertig, das erste DIY, und ihr habt gesehen, es ist echt mega schnell, aber trotzdem halt total das lustige und cute Mitbringsel oder Geschenk für Book-Fans. Genau, jetzt machen wir nochmal einen Test und tun da ein iPad rein oder euren E-Reader. Passt perfekt. Wunderbar, kann losgehen. Genau, Blockbuster fragt gerade, ob wir mal die Naht kurz ins Bild halten können. Ich glaube, das ist das Nächste, was wir gerade so hinkriegen. Das ist irgendwie spiegelverkehrt, die Kamera. Deswegen genau, ansonsten vielleicht einmal oben gegen die Kamera noch halten. Ich immer selbst auch. Ich glaube, dass man das einigermaßen erkennt. Aber es ist eine einfache Naht. Ich glaube, auf 2,5 Millimeter. Mhm. Und ja, so sieht es dann von vorne aus. Mit dem 100 Chances als Stickdatei. Cool, das ist das erste DIY. Sehr cool. Wollen wir gleich mit dem zweiten starten? Ja? Ja. Oder wollen wir erst noch eine alternative Hülle uns anschauen, wenn man das mit Seife macht? Ach, und ja, wie das stimmt. Aussieht. Ne? Das wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Wie gesagt, ich hatte auch schon mal rumexperimentiert hier im Vornherein und habe mit Seife rumprobiert. Das hatte ich irgendwo gelesen, dass man um diesen... wie nennt man das eigentlich? Wie so ein Schleimeffekt, wenn man den hinkriegen will, kann man Seife nehmen. Genau, kannst du dir einmal auch zeigen. Genau, ich zeig sie einmal. Also da hast du jetzt das Cover reingetan und einen Stift. Ja. Und jetzt seht ihr nochmal den Glibber. Genau, das macht immer richtig viel Spaß, damit so rumzuhören.
drücken. Squashen. Ja, schön. Genau. Ich habe da nur die Erfahrung gemacht, und das möchte ich mit euch dann natürlich auch teilen, dass die Seife ein bisschen die Paillettenfarbe wegnimmt oder die sozusagen ja, in die Seife reinfärben. Das heißt, wenn man das machen möchte, dann am besten immer irgendwie Perlen oder so nehmen, Sachen, die halt nicht so schnell färben, oder hier diese Buchstabenperlen, dann geht das auch. Aber hier meine Glitzersternchen zum Beispiel, die haben dann abgefärbt, das sah dann irgendwie eher so braun aus und nicht mehr so schön nach einer Weile. Wollen wir das nächste DIY schon mal starten? Mhm, ja? Ist der hier richtig in Action? Ich will durchpowern, weil wir haben auch viele Fragen noch zu beantworten, okay, die ihr sicherlich noch habt. Was kommt jetzt? Genau, das zweite DIY haben, glaube ich, viele von euch schon auf Instagram gesehen. Und zwar habe ich euch da gezeigt, dass ich so eine kleine Impress-Seife gemacht habe. Genau, weil ich dachte, so Seife ist auch irgendwie immer ein schönes Geschenk. Und das wollte ich schon immer mal selber machen, weil ich da auch ein bisschen was von gesehen hatte. Genau, zum Beispiel dieses Modell. Zeig das nochmal in die Detail hier rüber. Wo ist die Mitte? Perfekt. Genau, diese schöne Impress-Seife hatte ich gemacht. Ich habe ein bisschen mit Farben und auch Perlen und so weiter rumexperimentiert. Und genau, da das natürlich ein bisschen dauert, weil man die Seife schmelzen muss und dann auch trocknen lassen muss, habe ich das vorbereitet. Und wir zeigen euch jetzt gleich einen kurzen Einspieler, wie ich das gemacht habe, damit... Genau, dass es sich hier nicht ins Endlose zieht. Ich bin dir aber sehr dankbar, denn da muss man die Seife kurz schmelzen und dass wir das jetzt nicht noch hier auf den Tisch machen. Also, wenn ihr bereit seid, dann seht ihr jetzt ein bisschen was zur Seife. Das zweite DIY. Das zweite DIY. Einmal kurz schauen und viel Spaß damit. Für meine Spezialseife brauche ich so ein Paket Rohseife, dann noch ein Brett und Messer, so eine Form, da kann man aber auch einen Joghurtbecher für nehmen und Sachen zum Verzieren. Und ich schneide mir meine Rohseife jetzt einfach in so kleine Brocken, damit es schneller schmilzt. Und wenn ich das gemacht habe, dann schmeiße ich das alles in so einen kleinen Topf und schmelze jetzt die Rohseife in einem heißen Wasserbad. Man sollte es nicht direkt auf dem Herd tun, man kann es aber auch in die Mikrowelle tun. Und wenn das jetzt so eine richtig schöne, flüssige Konsistenz hat, dann gieße ich mir hier so ein ganz bisschen was von der Seife in meine Form. Noch nicht ganz voll machen, weil ich arbeite hier so ein bisschen in Schichten sozusagen. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann fange ich mal an so rum experimentieren, zum Beispiel hier mit Lebensmittelfarbe, um da so schöne Swooshes reinzukriegen. Dann habe ich mir so richtig süße Buchstabenperlen rausgesucht und verziere da jetzt einfach so ein bisschen wild drauf los mit Glitzer und Sternchen und diesen Buchstaben. Und genau, wenn ich soweit zufrieden bin, dann gieße ich mir immer wieder ein Stück mehr Seife drauf. Und das muss jetzt nur noch trocknen und ungefähr so eine Stunde. Und dann hat man diese wunderschöne, mega Spezialseife, super persönlich. Ich glaube, da freut sich wirklich jeder drüber. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Genau, das war jetzt sozusagen ein Schnelldurchlauf von meinem zweiten DIY. Genau, aber das finde ich irgendwie auch voll cool. Das kann man natürlich auch personalisieren, wenn man jetzt noch einen Namen oder einen Buchtitel oder was auch immer da reinschreibt. Genau, und diese Varianten waren jetzt eher so die Glitzer-Varianten. Ich hatte die da hinten hingelegt, jetzt auch nochmal gegeben. Genau, die sind natürlich sehr girly und sehr, sehr kitschig. Man kann natürlich auch zum Beispiel Kunstblüten oder echte Blüten mit in die Seife integrieren oder Lavendelblüten, dann kriegt es auch einen schönen Duft für jeden, der jetzt vielleicht ein bisschen erwachsener haben möchte oder ein bisschen natürlicher. Genau, aber so als Inspiration, vielleicht könnt ihr da was draus mitnehmen. Ich finde die auf jeden Fall richtig, richtig cute. Genau. So, super. Dann haben wir schon das zweite DIY. Wir sind heute richtig in Action. Hier. Genau. Super. Ja, und hier bei Instagram kommen auch ein paar Herzchen, süß. Sehr cool. Ich freue mich voll. Britt schreibt, die Glitzerhülle ist eine tolle Idee für den E-Book-Start. Und dann kommt die Frage, wird es 100 Chances eigentlich auch als Hörbuch geben? Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Wäre natürlich sehr cool. Ich bin auch ein Fan von Hörbüchern. Aber genau, das sind alles so verlagsinterne Sachen, die sich dann irgendwann entscheiden. Genau. Jo,
Ja, ich glaube, wir können schon weitermachen mit dem, dritten. Wenn ich jetzt zu sehr durchmarschiere, dann sagt gerne Bescheid. Aber ich will euch auch nicht langweilen. Ich glaube, das tust du nicht. Okay, sehr gut. Genau, das dritte DIY ist wirklich richtig, richtig easy. Und dafür habt ihr wirklich jetzt sicher alles zu Hause. Denn alles, was ihr dafür braucht, ist einfach ein Stück Papier und noch ein Stück farbiges Papier. Und eine Schere und einen Klebestift. Also das kriegt man wahrscheinlich, das hat man eh irgendwie noch zu Hause im Fliegen. Und genau, was ich jetzt machen möchte, ist so ganz kleine, süße Büchlein basteln, die man entweder so verschenken kann oder gut an Geschenke ranmachen kann. Oder wenn man einen Gutschein schenkt für ein Buch, dann genau, kann man das auch gut dran machen. Ich hatte hier schon mal, ich habe da schon mal was vorbereitet, wie bei Art Attack. Genau. Und zwar so ein kleines Mini-Büchlein. Darum geht's. Und das kann man, wie gesagt, dann halt ganz vielfältig einsetzen. Und jo, ich starte einfach mal, wenn es hier keine weiteren Fragen oder irgendwas gibt. Ja. Marion fragt noch ganz kurz zur Seife. Ist die Seife in der ersten Schicht weiß und nachher durchsichtig? Ah, okay. Nee, stimmt, das hatte ich gar nicht gesagt. Ich habe für ein paar Seifen, ich habe da ein bisschen rumprobiert und da habe ich dann noch mit weißer Seife experimentiert. Es gibt eben diese durchsichtige, transparente Seife und weiße Seife. Hast du Duftstoffe verwendet? Habe ich nicht verwendet. Okay, könnte man aber, ja? Kann man auch, genau, da gibt es auch ganz viel. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, ich dachte mir jetzt so, ja, okay, es gibt irgendwie so Seifenfarben, aber ich dachte so, ja, was ist alles für... Kram gibt und ich dachte, man kann bestimmt auch einfach Lebensmittelfarbe nehmen, was ich ja auch im Video gezeigt habe. Das hat eigentlich auch gut funktioniert, aber genau, da ist nur ein bisschen die Sache, da färben sich so ein bisschen die Hände beim Waschen. Man wäscht es dann natürlich auch gleich wieder mit ab, deswegen ich finde es jetzt nicht so super problematisch, aber wenn ihr natürlich alles perfekt machen wollt, dann kauft am besten diese Seifenfarben. Ich glaube, dann färbt die Seife eben nicht ab beim Waschen. Genau. Wir haben ganz viele tolle Nachrichten ansonsten noch bekommen. Stoffel findet das Thema auch total lustig und ihr hattet das letztens erst in einer Mädelsrunde. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt auch Seife gemacht. Das fand ich auch echt großartig. Und man kann ja unterschiedliche Formen auch dafür nehmen, wenn man jetzt nicht so eine eckige Form hat. Ja, genau. Und was ich auch meinte in dem Video, man kann da auch einfach Joghurtbecher nehmen, die eine schöne Form haben. Dann braucht man nicht noch diese extra Formen kaufen. Ich hatte die jetzt schon hier, deswegen habe ich die dann benutzt. Super. Aber da kann man auch immer ein bisschen improvisieren. Da muss man nicht immer alles neu kaufen direkt. Okay. Jo. Super. Dann weiter im Text. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich lese mal parallel hier auch auf Instagram. Ja. Die Elsa26 sagt auch, dass es super süß ist. Und ich glaube, okay, jetzt sind wir alle gespannt, was du als nächstes machst. Ja. Was ich jetzt falte. Genau. Und zwar habe ich, wie gesagt, hier einfach ein weißes Blatt Papier. Und das falte ich jetzt an einer Kante einmal rein, ungefähr so bei 2 cm. Man kann das aber ganz frei gestalten, wie man das, je nachdem, wie groß man dieses kleine Büchlein haben möchte. Und falte das jetzt einmal rum, sodass ich sozusagen eine gerade Kante habe. Moment. Brigitte schreibt auch, süßer Geschenkanhänger, mit dem man Botschaften ans Geschenk hängt. Ja, voll. Aber es wird vielleicht noch was anderes. Man kann da ganz viel damit machen. Genau, ich habe jetzt hier einfach einmal das so nach innen gefaltet. Kann man das erkennen, weiß auf weiß. Genau so. Und schneide das jetzt einmal einfach mit meiner Schere hier ab. Man kann das natürlich auch einfach mit dem Lineal ausmessen, aber... so am einfachsten. Oh Gott, mir ist so warm. Mir ist auch warm gerade. Das ist echt richtig verrückt. Ja. Vielleicht müssen wir gleich wieder unsere Klimaanlage anschmeißen. Wir haben die jetzt ausgemacht, weil sie so laut brummt. Aber vielleicht schaffen wir es auch so. Vielleicht schaffen wir es auch durch den Stream. Ja. Okay, genau. Ich habe jetzt hier einfach so einen Streifen. Und genau, den falte ich mir jetzt immer hin und her. Man kennt das so ein bisschen von irgendwie so... Ziehharmonika, Bastelsachen irgendwie aus dem Kindergarten. Ich weiß gar nicht, was man da immer früher draus gebastelt hat. Aber. So Girlanden, die man dann so ineinander verschachtelt hat und dann so aufgehangen hat. Genau. Ja. Und
Das mache ich jetzt auch hier. Einfach immer hin und her. So, ich hoffe, man kann es sehen. Für alle, die uns bei YouTube zuschauen, wir würden uns freuen und über eure Unterstützung, wenn ihr einfach unten auf den Daumen hoch Button einmal drückt. Dann liked ihr das Video und unterstützt uns beim Video dabei. Ihr kennt das schon aus den anderen Streams. Manchmal sitzt man so fasziniert vom Computer, vom Bildschirm, dass man das dann komplett verschwitzt und vergisst. Aber wenn ihr das gut findet und es werden auch wieder Stick-Streams kommen, dann drückt auf den Daumen nach oben Button und vielen Dank dafür. Jo, da freuen wir uns. Genau, also wie gesagt, ich falte hier einfach immer so hin und her. Und Hexenleitern. Melanie, vielen Dank für den Hinweis auf YouTube. Hexenleitern sind das, die so zusammengefaltet werden. Ja. Wie viele machst du davon ungefähr? Davon mache ich eins. Und da passt ein ganzes Buch drauf? Genau, also wenn man nur so ein kleines Büchlein macht, dann reicht da auch ein so ein Streifen. Wenn man jetzt ein bisschen größeres macht, dann würde ich da zwei oder drei von machen und die dann jeweils wieder aneinander kleben, weil sonst das Buch ein bisschen zu wenig Seiten hat. Genau. So. Genau, ich habe das jetzt hier einfach so hin und her gefaltet. Kann das nochmal in die Detailkamera. Genau. Kleine Ziehharmonika. Genau, und hier das überstehende Stückchen, das schneide ich mir einfach ab, dass es eben ganz gerade ist. So, und jetzt brauche ich meinen Klebestift. Und ich lege das jetzt, also ich ziehe das jetzt noch einmal auseinander und lege das sozusagen ja, mit einer Seite einfach so hin. Weißt du, was ich auch großartig finde? Dass man gerade jetzt zum Schuljahresanfang, da geht es ja auch los mit Lesen, dass man sowas natürlich auch wunderbar machen kann. Ach, du meinst jetzt so bei Kids? Ja, bei Kids. Einschulung als Anhänger für die Schultüte, die ja jetzt auch anfangen zu lesen und dann irgendwann auch andere Bücher lesen werden. Das finde ich auch eine ganz schöne Idee. Also ja. Es geht ja irgendwann los im Grundschulalter mit dem Lesen. Ja. Und dann liest man immer mehr. Das stimmt. Jo. Genau, und ich falte das jetzt hier einfach wieder zusammen. So. Genau, nur die beiden äußersten lasse ich sozusagen einmal so zu beiden Seiten abstehen. So. Und genau, jetzt nehme ich mir mein andersfarbiges Papier. Ich habe hier halt so einen braunen Karton einfach genommen. Man kann aber natürlich auch jede mögliche Farbe nehmen, was man so da hat. Und hier klebe ich das jetzt einfach in eine Ecke rein und lasse das so ein bisschen überstehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich kann ja nochmal in die Detailkamera gehen, dann müsstest du ich lerne es auch nicht. Ja. Es ist spiegelverkehrt. Genau, das mache ich jetzt so. Und klebe das hier einfach immer fest. Ja. Brigitte hat Schultüten genäht und das kann jetzt auch noch dran. Das ist natürlich auch ja, cool. Ganz schöne Idee dafür. Und willst du schon verraten, was das wird? Also in deinem Fall jetzt? Außer ein Anhänger? In meinem Fall wird es tatsächlich genau das. Ah, okay. Aber man kann das jetzt an verschiedene Sachen noch dranhängen. Und ich habe da nämlich auch ein paar verschiedene Sachen gebastelt. Und zwar zum Beispiel habe ich das an so einen Ohrring dran gemacht. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen nerdy und genau, irgendwie so ein witziges Gadget, aber ich finde es irgendwie ganz cute. Also wenn man jetzt irgendwie eine Freundin hat, die halt mal ganz viel liest, kann man einfach mal so Ohrringe mit dran machen zum Beispiel. Sehr schön. Genau. Und jetzt hast du ein kleines Buch und man könnte da jetzt einen Anhänger noch dran machen? Ja, und das kann man natürlich auch als Schlüsselanhänger machen oder an, wie gesagt, einen Gutschein oder was auch immer noch dran binden. Jo. Super. Genau, ich drücke das hier an der Seite noch so ein bisschen rein, dass so richtig wie so ein Bücherrücken entsteht, wie bei einem gebundenen Buch. Schau mal gerade, genau. Brigitte schreibt auch gerade. Die Kamera von oben nimmt das ganz gut auf, deswegen mache ich die jetzt nochmal an. Und Angie Black fragt, funktioniert das auch, wenn man etwas größer machen möchte? Also größere Bücher. Genau, das funktioniert auch. Da würde ich dann
Aber wie gesagt, ein paar mehr von den weißen Streifen einfach aneinander kleben, sodass man ein paar mehr Seiten hat. Weil die paar Seiten, das passt jetzt hier ganz gut für so ein Babybuch. Aber genau, für ein größeres Buch braucht man ein paar mehr Seiten. Aber das klappt auch. Kann man natürlich auch eine kleine Botschaft oder so reinschreiben. Genau. Britt hat auch noch eine gute Idee mit einem etwas längeren Band als prima Lesezeichen. Auch eine tolle Idee. Guck mal, das hat auch gerade Wayland liest. Ja. Genau das gleiche geschrieben. Auch guck mal, das ist ja das Schöne hier an dieser Community, dass man dann sich mit Ideen auch noch gegenseitig ergänzt. Und als Lesezeichen ist es natürlich phänomenal. Stimmt. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht. Sehr cool. Sehr cool. Genau. Das neue Lehrer-Outfit, der Ohrring. Ja. So. Genau. Die ist bei Lehrer. Ja. Genau. Super. Jo. DIY. Ich bin gerade richtig überrascht, weil ich gucke gerade auf die Uhr. Achso, nee, wir haben um 17:30 Uhr. Genau. Ich dachte gerade, ich mache das hier erst 20 Minuten und bin so richtig durchmarschiert. Ich tendiere immer dazu, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, dass ich dann immer so Vollgas gebe und sehr durchrassel. Aber nee, dann sind wir ja schon fast eine Stunde dabei. Das ist ja, das stimmt dann mehr mit meiner Zeitwahrnehmung überall. Super. Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Genau. Habt ihr an der Stelle noch irgendwelche Fragen? Nö. Wollen wir noch ein viertes machen? Ist deine Frage? Ja, ist meine Frage an der Stelle. Okay. Genau, das vierte DIY habe ich auch schon mal vorbereitet. Genau, weil ich mir schon gedacht habe, dass alles immer so seine Zeit braucht. Konfetti? Konfetti geht auch immer. Konfetti geht auch immer. Und ich schlage vor, dass du, ich muss ganz kurz schauen, worunter ich das jetzt hier abgespeichert habe. Da. Ist es das? Mhm. Stimmt. Jo. Und ich gehe nochmal nach vorne, dass ich für alle, die auf Instagram zuschauen, das dann in klein sehe. Das ist wieder klein. Wir müssen hier mal ein bisschen umswitchen. Das ist ein bisschen mehr Technik, als wir sonst haben. Genau, und ich kann ja schon mal verraten, was ich jetzt im vierten DIY mir überlegt habe. Und zwar ist das ein bisschen erwachsener vielleicht, diese Geschenkidee oder diese DIY-Bastelidee. Genau, und zwar habe ich eine Girlande gebastelt, die man immer perfekt zum Beispiel zu einem bestimmten Buch gestalten kann. Ich habe das hier in meinem Fall zu meinem Buch dann gemacht, aber man kann natürlich auch das zum Thema von verschiedenen Lieblingsbüchern oder zu einem ganz speziellen Buch machen. Genau, ich zeige euch das hier einfach mal direkt, bevor ich hier weiter rumquatsche. Jo. Ich gestalte hier meine Bücherwäscheleine passend zu meinem Buch und suche mir einfach alles zusammen, was dazu passt. Zum Beispiel hier kleine Zitate und Sprüche zum Buch und ein Flyer. Und ich nehme auch noch frische Blumen, die ich trocknen will. Man kann natürlich auch direkt Kunstblumen nehmen oder Trockenblumen. Oder ich habe hier noch so ein paar Zweige getrockneten Hafer genommen. Das passt auch gut zu meinem Buch. Und sieht ja auch trocken sehr schön aus. Und dann nehme ich mir einfach so ein schönes Baumwollband und bind in regelmäßigen Abständen einfach meine Blumen und meinen Hafer an der Leine einmal fest. Und anschließend festige ich dann natürlich noch alle meine anderen Sachen, die ich mir so zusammengesammelt habe, auch an der Leine. Da kann man ja auch immer perfekt dann auf das jeweilige Buch eingehen, wenn man das jetzt zu einem speziellen Buch schenken möchte oder zu verschiedenen Büchern. Dann sucht man sich einfach zusammen, was da in diese Welt reinpasst und hängt das ran. Zum Beispiel hier wie bei mir irgendwie Zitate aus dem Buch. Das finde ich auch immer ganz, ganz süß und ganz hübsch oder Namen, die im Buch vorkommen. Und genau, ich finde es irgendwie total das süße und persönliche Geschenk. Und da freut sich bestimmt jeder Book-Fan drüber oder auch man selbst. Ich habe mir das jetzt auch einfach in mein Schlafzimmer gehängt, weil ich das einfach mega cute und stimmungsvoll finde, so eine kleine Leine. Und man kann immer noch was Neues hinzuhängen. Okay. Und da sind wir wieder back on track. Genau. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch schon so meine vierte Idee, so eine Girlande zu machen. Und ich finde, das kann man auch sehr schön verschenken. Du kriegst auch gerade ein schönes Lob von Ute. Du erklärst das alles so super easy zum Nachmachen. Oh, ja. Vielen Dank, das freut mich voll. Genau, auch Brigitte schreibt, tolle Idee, pepp das Buch verschenken auf. Das sind alles Kommentare auf YouTube, da streamen wir ja auch parallel. Wer jetzt gerade auf Instagram unterwegs ist, Stefan Geis schreibt da, sehr schöne Idee.
Anja Tatlisu. Mhm. Ich hoffe, das ist korrekt. Marit ist die Autorin. Es ist dein Account, aber ich darf hier heute reinschauen und supporten. Super schöne Ideen. Solaria 300 sieht super aus. Und Luzi Blume, so schön. Ja, vielen Dank für die Kommentare dazu. Ja, da freue ich mich voll drüber. Ich hoffe, dass das ein oder andere euch vielleicht ein bisschen inspirieren kann oder euch auch Lust macht, ein bisschen was nachzubasteln. Genau. Jo, bevor wir hier langsam zum Ende kommen, ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen, es steht ja auch noch eine sehr coole Verlosung an, die wir vorbereitet haben. Vielleicht wissen das noch gar nicht alle. Stimmt, vielleicht wissen ja, das noch gar nicht alle. Ja, wir haben das ja noch gar nicht so groß angekündigt. Stimmt, genau. Und zwar anlässlich vom Impress Festival und vom Erscheinen meines Buches, da möchte ich euch auch in diesem Stream etwas verlosen oder beziehungsweise geht das Gewinnspiel noch bis Mittwoch und ihr könnt ein exklusives Geschenk-Goodie-Paket gewinnen, was so ein bisschen auf hier diese DIY-Sachen bezogen ist und auch auf mein Buch. Da ist unter anderem zum Beispiel dieses Shirt drin, was ich auch trage. Ich muss genau gerade einmal aufstehen, um zu zeigen. Achso, okay. Genau, nicht genau das Shirt, weil das ist jetzt inzwischen sehr gut durchgeschwitzt. Nein, ihr kriegt euer eigenes Shirt. Und genau, dazu einfach hier gleich unter dem Video bei YouTube oder auf Instagram unter meinem Post. Das habe ich kurz vorher einmal gepostet. Genau, das ist hier das Set, was ihr gewinnen könnt. Und einfach einmal kommentieren, wen ihr mitnehmen würdet, wenn ihr ins Ungewisse aufbrechen würdet. Das ist ja das Thema von meinem Buch. Aufbrechen in ein... Genau, in die unbekannte Ferne, in die unbekannte Wildnis, wo es noch nicht so viel Zivilisation gibt, wie wir es hier kennen. Und genau, also schreibt einfach unter das, ich hoffe mal, es verstanden, unter das YouTube-Video oder genau unter meinen Instagram-Post diese Frage und springt damit sozusagen in den Lostopf. Also unter das YouTube-Video hier auf unserem Make My YouTube-Kanal posten oder auf dem Instagram-Kanal von marit.wahnke. Da gibt es einen Post, der ist seit vor dem Stream online und da einfach drunter kommentieren, wen ihr mitnehmen würdet auf die Reise ins Ungewisse. Mhm. Und den Inhalt findet ihr natürlich im Buch, was am 27. erscheint. 100 Chances und jetzt lasse ich gerade wieder so ein bisschen meinen Agenten raushängen, ja. Wie man mich immer, mein persönlicher Agent, ja. immer nennt, denn genau, ich spreche sehr gerne drüber, ich durfte es natürlich schon lesen und ich kann euch sagen, dass Marit ein sehr penibler, also und auch ein sehr selbstkritischer Mensch ist und das inhaltlich auch mich sehr geflasht hat und es wäre jetzt nicht so weit gekommen, wenn du nicht damit zufrieden wärst. Insofern bin ich da richtig glücklich drüber. Ich finde das großartig. Ja, ist natürlich sehr aufregend. Oh, hast du das hier schon beendet? Nee, habe ich eigentlich nicht. Vielleicht beendet er nach einer Stunde. Das ist jetzt ziemlich genau eine Stunde. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf Instagram noch online sind. Sonst sind wir jetzt nur noch auf YouTube. Ich muss auch sagen, das ist noch ein ganz anderes Kaliber, wenn man hier auf zwei Plattformen gleichzeitig streamt. So, man ist mit den Gedanken nicht überall. Aber... Genau. Wollt ihr noch ein bisschen über das Buch sprechen gerade? 100 Chances. Gibt es Fragen dazu? Genau, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne rein. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Kopf dafür, hier eure Kommentare mal mitzulesen. Ich muss auch gleich irgendwie nach dem Stream mich nochmal hinsetzen und hier das alles nochmal durchlesen auf YouTube. Weil, da bin ich jetzt gerade gar nicht mit zugekommen. Genau. Katharina schreibt, du willst deinen besten Freund, in Klammern deinen Mann mitnehmen. Oh, das ist ja süß. Susanne will uns mitnehmen. Da hätten wir auch einen Haufen Spaß auf jeden Fall. Gertraude würde du willst deine Lieben mitnehmen. Nicole würde ihren Mann und deine Kinder mitnehmen. Ja, ich glaube, es sind oft so die Familienmitglieder, die man mitnehmen würde, mit denen man ein ganz enges Verhältnis hat. Genau. Jo, Agi fragt gerade, ob man das Buch auch bei uns kaufen kann. Genau, da sind wir gerade so ein bisschen in der Planung, aber wir versuchen es umzusetzen, dass man dann das Taschenbuch auch bei uns kaufen kann. Da werde ich euch auf jeden Fall dann nochmal zu updaten, wenn ich da mehr weiß. Genau.
Genau, Marc gibt mir gerade Handzeichen. Sind wir noch bei Instagram online? Sofort wieder. Nein, müssen wir auch nicht. Nein. Ich glaube, wir kommen hier eh jetzt gerade zum Ende. Das wäre dann ja eh eher ein angehängter Stream. Hast du jetzt nochmal angemacht? Ich habe ihn nochmal eben angemacht. Genau, willkommen zur Verlängerung. Zweite Halbzeit. Genau. Oh Gott. Parallel geschrieben. Genau. Also ich hatte hier gerade noch ein paar Fragen zum Buch geantwortet. Genau. Genau. Blockbuster sagt auch, du würdest deine Liebsten mitnehmen. Jo. Unschlagbar und meistern jede Situation, ja. Ganzen Familie und dein Nähzimmer samt Inhalt, das ist natürlich großartig. Ja, schreibt es auf jeden Fall nochmal unten in die, als Kommentar unter das Video rein. Denn so können wir im Anschluss eine Verlosung machen, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Und wenn ihr dann dabei seid, dann habt ihr eben die Möglichkeit, Marits exklusives Paket zu gewinnen. Und dann brauchen wir natürlich noch eine T-Shirt-Größe. Genau, dann melde ich mich dann beim Gewinner, den ich dann auslosen werde. Genau. Ja. Cool. Weil ich glaube, man sieht, wie heiß das hier drin ist. Es ist relativ warm, aber wir sind verdammt froh, dass wir das so gut hier heute mit euch hinbekommen haben. Ihr wart super. Also ohne euch lebt so ein Stream ja nicht. Dann würden wir sitzen und uns hier anschweigen, nur erzählen, was wir machen, aber dank eurer Fragen. Ich würde dir erzählen, was ich bastel. So, Marc, als nächstes bastel ich das hier. Und die meisten Sachen kenne ich ja tatsächlich schon. Insofern schön, dass ihr alle so schön dabei wart. Nicole hat gerade gefragt, wann der Sommerstream bzw. die Sommerpause zu Ende ist. Das werden wir nochmal gesondert schreiben. Es kann sein, dass wir es um eine Woche noch verlängern. Da schreiben wir euch aber nochmal den genauen Grund dafür. Genau, Nelly würde ihre Tochter Franzi mitnehmen, eine absolute Nähqueen und DIY-Begeisterte und vielleicht und hoffentlich auch eine kleine Leseratte. Denn hier kam gerade die Frage auf, wann wird es ein E-Book geben? Und Gela, genau die Frage können wir beantworten am 27.08., also in wenigen Tagen, wird das E-Book erscheinen. Ihr könnt auch auf 100 Chances gehen, 100chances.de, also 100 als Zahl und dann chances.de. Und da sind alle Informationen zu Marits Buch, schon auch der Klappentext sozusagen, der Inhalt. Und wo man es kriegen kann. Und wo man es bekommen kann. Genau, ja. Das ist auch hier unter dem Video auch einmal verlost. Verlinkt. Ja. Genau, da könnt ihr schon mal reinschauen. Da hat Marc auch an der Seite gebastelt. Ich finde auch, sie ist sehr hübsch geworden. Ja. Jo. Ja, Agi schreibt, ich würde meine ganze Familie mitnehmen und meine Freunde. Simon sagt, da mein Schatz sich gerade auf einer ungewissen Reise befindet und ich sie natürlich begleite, stellt sich die Frage bei uns nicht mehr. Das ist auch schön, dass du das schreibst. Stefan Geist sagt, nee, den nimmst du nicht mit, den brauchen wir nicht. Ja. Ja, genau. Ich bin mir unsicher, ob man jetzt schon kommentieren und kann oder ob wir den Stream jetzt gleich beenden werden. Wir hatten über 407 Wiedergaben des Streams und schön, dass ihr so zahlreich dabei wart. Richtig, richtig schön mit euch. Und Simon, das Buch wird es auch in Papierformat geben, das aber eine kurze Zeit später in jeder Buchhandlung und wenn sie es nicht da haben, fragt danach und die werden es dann auch haben. Ja. Die können euch das auf jeden Fall in jeder Buchhandlung bestellen. Ja. Jo. Ja. Ich glaube, damit haben wir uns, sind wir jetzt ungefähr auch beim Ende angekommen. Ja, wir grüßen noch eben Melanie und deinen kleinen Sohn, den wir an dieser Stelle natürlich auch grüßen wollen. Und wir wünschen euch auch noch ein paar schöne, angenehme, warme Tage, die einigermaßen aushaltbar sind. Bei einigen hat es geregnet. Und vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen Kühle rüberschickt. Wir werden jetzt gleich auch hier einmal das Fenster aufreißen. Nein, Planschbecken. Ja, erstmal Planschbecken. Planschbecken holen am liebsten. Die letzten Worte übergebe ich an Marit. Toller Stream. Ja, ich habe mich richtig doll auf diesen Stream gefreut und es war auch richtig cool. Auch wenn ich hier tausend Sachen gefühlt gleichzeitig im Blick behalten wollte. Aber genau, ich habe mich mega gefreut, dass so viele zugeschaut haben, auch hier auf Instagram und auf YouTube. Und es war total aufregend.
ja, ich gratuliere nochmal ganz herzlich Impress und freue mich, wie gesagt, einfach mega, dass ich dabei bin. Genau, habt alle noch einen richtig schönen Sonntagabend. Jetzt langsam kühlt es wahrscheinlich ein bisschen ab so in den Abend. Oh ja, nochmal Konfetti. Genau, wir sehen uns wahrscheinlich entweder Ende des Monats oder Anfang September wieder, wer möchte, auf unserem YouTube-Kanal. Genau, dann geht's auch wieder los mit noch mehr Stück- und Nähprojekten. Jo, ich würde sagen, damit ist es das. Oder ja. Ist dir noch was eingefallen? Für mich alles fein. Okay. Ja, wünsche euch einen schönen Abend. Erstmal abkühlen, oh Gott. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Und bis bald. Ciao.